Wir schauen uns einmal die Multimedia-Funktion des Sony Xperia Tipo genauer an. Dazu starte ich erstmal den Musikplayer wie immer hier auf Musik. Dann haben wir hier schon das Albumcover und können hier auf Play drücken. Hier ist die Lautstärke-Wippe und hier können wir im Lied herumspulen. Lautstärke verändern, lauter, leiser und hier skippen wir von Lied zu Lied. Hier könnt ihr das Ganze liken bzw. gefällt mir auf Facebook veröffentlichen. Dann haben wir hier was für Möglichkeiten, die aktuelle Wiedergabe aufzurufen. Hier seht ihr dann eure Lieder. Ich gehe mal ganz kurz raus. Hier kommt ihr direkt immer zum Musikplayer. Und wenn wir jetzt unseren Lockscreen haben, könnt ihr auch hier auf eure Musik zugreifen. Nochmal wieder leiser hier. So, dann haben wir hier links noch die Möglichkeit, Musik zu suchen. Wir sehen können nach Alben, Interpreten, Titel, Playlist einfach. Gehen wir mal auf zurück. Hier habt ihr den Infinity-Button. Da könnt ihr was machen. Weitere Informationen zu eurem Künstler suchen. Und zwar auf Wikipedia. Ihr könnt auf YouTube suchen, Songtexte suchen. Weitere Informationen in Music Unlimited. Weitere Erweiterung suchen. Get more in Play Now. Das ist der Player. Relativ einfach gehalten, aber sieht super aus. Und gehen wir nochmal ganz kurz auf die Einstellungen. Hier könnt ihr Toneinstellungen vornehmen. Töne, Lautstärke, Lautmodus, Klingelton und so weiter und so fort. Nochmal auf zurück. Dann habt ihr hier den Equalizer, den ihr verändern könnt. Folk, Hip-Hop, Jazz, Pop, Rock. Was ihr wollt quasi. Rufton festlegen, Erweiterung und so weiter und so fort. Gehen wir mal ins Menü, beziehungsweise beenden wir mal ganz kurz hier diesen Player. Und wir haben hier nämlich noch von Sony den Music Unlimited. Den könnt ihr quasi im App Store erhalten, beziehungsweise hier meldet ihr euch dann erstmal an mit eurer ID und habt dann Zugriff auf Sony's Entertainment Network Music Unlimited. Ich gehe jetzt einfach nur mal auf die Vorschau, dann kann ich mir immer nur 30 Sekunden anhören. Aber hier habt ihr dann Neuveröffentlichungen, dann habt ihr Kanäle, Top-Lieder, also geht in Richtung Spotify, wie ihr sehen könnt. Und dann schauen wir mal, angenommen ihr wählt jetzt Lana Del Rey aus und könnt dann einfach ein Lied starten. Geht jetzt schon los. Hier habt ihr dann das Album. Ja, wiederholte Wiedergabe und so weiter und so fort. Wie gesagt, leider nur 30 Sekunden. Müsst ihr euch dafür anmelden. Hier oben habt ihr weitere Einstellungen bzw. Zugriff auf andere Lieder. So die Top-Lieder, die man eh im Moment immer im Radio hört. Wenn ihr hier rausgeht, dann habt ihr auch hier Zugriff auf Music Unlimited. So viel zur Musik. Das Gerät ist ziemlich laut, wie ihr gehört habt, oder vielleicht auch nicht, aber ja, was das angeht, ist es auf jeden Fall ein guter Ton, ein bisschen blechernd, aber trotzdem, ihr könnt damit ordentlich aufdrehen. So, dann schauen wir uns mal ganz kurz an, welche Apps wir überhaupt haben. Kontakte, Telefon, SMS habe ich euch schon gezeigt, Browser auch, Facebook, Kamera, soweit waren wir. Kalender können wir uns nochmal anschauen, der sieht so aus. Habt ihr eine Monatsübersicht, könnt hier die Tage aufrufen und hier hin und her springen. Dann habt ihr hier natürlich Terminübersicht, Tag, Woche, neues Ergebnis, heute, mehr. Ich gehe auf zurück. Dann habt ihr hier Navigation, öffnen wir auch das einmal und zustimmen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. GPS einstellen, habe ich noch nicht gemacht vorher. So, einmal alles eingestellt und jetzt sollte das klappen. Maschsee. So, das findet er eigentlich immer, das ist ganz praktisch. Machen wir mal auf Los. Google Maps Navigation startet. Routenplaner wird abgerufen und so sieht das Ganze aus. Also, das ist doch super. Funktioniert total gut und ist schnell am Start sozusagen. Was haben wir noch? Maps, ja, kennt ihr von anderen Geräten wahrscheinlich. Könnt ihr Satellitfunktionen und so weiter und so fort einstellen, kennt ihr vom Computer.
Ist selbsterklärend. Mittlerweile Mail, haben wir hier Navigation Places, Latitude, Rechner, Uhr, YouTube, WhatsApp ist schon drauf und dann haben wir hier Track-ID, um Lieder zu finden. Und ich habe natürlich ein paar Spiele heruntergeladen, die möchte ich euch auch einfach mal zeigen. Erstmal zeige ich euch nochmal kurz den Play Store, wie der aussieht. Drückt ihr hier drauf und ich zoome mal ein bisschen näher ran. Mal wieder, hier habt ihr Apps, Spiele, Filme, Bücher. Könnt hier quasi auswählen und wenn ihr auf Apps geht, dann bekommt ihr eine Übersicht, nämlich angesagteste habt ihr hier dann top kostenpflichtig, top kostenlos, damit ihr mal sehen könnt, was ihr hier habt. WhatsApp, wie gesagt, Street View, Facebook, YouTube, Skype, Dropbox, alles kostenlos könnt ihr das herunterladen, Barcode Scanner, Shazam, um Sounds herauszufinden, Musik herauszufinden, Spielfilm, TV-Spielfilm, also Tageszeitung, Fernsehzeitung, Amazon und so weiter und so fort. Also eine große Auswahl und dann schauen wir mal, wie die Spiele auf diesem Gerät so laufen. Also ich habe ein bisschen was heruntergeladen. Wie gesagt, wir haben hier nur einen 800 MHz Single-Core Prozessor. Ich hatte schon mal ein Gerät mit 800 MHz Single-Core. Das war das HTC Legend. Und wenn man das Gerät vollkommen ausnutzt, mit allem E-Mail, WhatsApp, Facebook, bis zum geht nicht mehr und Spiele hat, dann kann es sich schon mal aufhängen. Hier ist jetzt noch nicht so viel drauf. Das heißt, das Ganze läuft wahrscheinlich wesentlich flüssiger. Aber das solltet ihr im Hinterkopf behalten, wie viel ihr tatsächlich nutzt. So, und jetzt zeige ich euch einfach mal ein paar Spiele. Also ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, die Spiele laufen eigentlich relativ flüssig. Aber hier ist halt auch noch nicht so viel drauf auf dem Gerät. Ja, ich habe jetzt mal alles beendet und lasse den Benchmark-Test einmal durchlaufen, damit ihr das Gerät auch einmal genauer einordnen könnt. Das läuft jetzt, ich zeige euch gleich die Ergebnisse. So, dann schauen wir uns einmal das Ergebnis an. Hier auf Yes drücken und... Dann seht ihr hier, wir haben ein Total von 1478, CPU 1738, Memory 1216, darüber HTC, Asus, Motorola, Samsung, Samsung, Optimus, LG, HTC, Samsung und ganz unten Your Device. Soviel zu den Multimedia-Einstellungen, ihr Funktionen, weitere technische Details findet ihr wie immer auf www.handy-mc.de.